begrüße jemanden, den Sie schon ein paar Mal jetzt genießen durften während dieser Sendung. Gregor Gysi gilt als der schnellste Politiker, den der Bundestag je gesehen hat. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob ich zu Beginn unseres Gesprächs ein kleines Spiel mit Ihnen veranstalten darf. Gottes Willen. Gegensatzpaare. Und Sie sagen, was Ihnen mehr liegt und Ihnen näher ist. Ich leg mal los. Fidel Castro oder Nelson Mandela? Nelson Mandela. Schauma oder Schwarzkopf? Die beliebtesten deutschen Shampoos. Von beidem keine Ahnung. Also was nehme ich? Schwarzkopf, ne? Bob Dylan oder Wolf Biermann? Bob Dylan. Mallorca oder Usedom? Usedom. Weselski oder Winterkorn? Weselski. Das ist doch der Lokstreikführer. Ja, ja, ganz genau. Winterkorn ist ein anderer. Jack Daniels oder Gorbatschow? Wir sprechen nur über die Schnapsmarken und Alkoholmarken. Ja, also das vertrage ich ehrlich gesagt beides nicht. Ich bin mehr für Wein. Was nehme ich jetzt in meiner Not? Ich nehme nicht den Wodka, dann nehme ich den Jack Whisky Daniels. Da, ja. Mutti oder Fatih? Ich will keinen missen. Kathi Witt oder Steffi Graf? Das ist schwer, weil ich beide sehr schätze, ehrlich gesagt. Wieso muss ich mich zwischen beiden entscheiden? Kann ich sie nicht beide kriegen? Und das allerletzte Paar, ja? Deutsche Mark oder Uckermark? Na, Karlauer. Aber jetzt den Euro, nee, da wir jetzt den Euro haben, kann ich die Uckermark nehmen. Sonst würde ich wahrscheinlich lieber die deutsche Mark nehmen, weil ich kannte mal eine Währung, mit der man in einem anderen Land nicht einkaufen konnte. Das ist vielleicht doof, kann ich Ihnen sagen. Herr Gysi, Sie sind hier, weil Sie gerade ein Buch über Sie und mit Ihnen erschienen ist. Das hat ein Kollege, der Kollege Stefan Hebel, aufgezeichnet in ein Interviewbuch. Und dem habe ich sehr viel entnommen, unter anderem auch, dass Sie in der DDR zu den ersten und wenigen Besitzern einer Beatles-Platte gehörten. Wie waren Sie da an diese denn rangekommen? Also ich hoffe, dass ich der Erste war. Das war meine Großmutter. Meine Großmutter lebte in Paris und besuchte uns eines Tages und brachte mir diese Beatles-Platte mit. Meine Großmutter war überhaupt sehr schlau, von der habe ich den schönen Satz, dass es erstaunlich ist, dass aus manchen süßen Kindern so entsetzliche Erwachsene werden. Das stimmt ja, das muss man ja erst haben mal Sie immer versucht, das zu vermeiden? Was? Ein entsetzlicher Erwachsener zu werden? Ja, klar, aber das versucht ja jeder. Nee. Und trotzdem werden es manche. Ja. Nein, aber das war meines Erachtens die erste Beatles-Platte und dann habe ich zu meinem Geburtstag eingeladen, dann kamen alle und dann haben wir die natürlich gespielt und dann waren die so begeistert. Und da ich der einzige Besitzer in der Schule war, habe ich das auch ein bisschen ausgenutzt. Warum hat der Schulleiter Sie wegen der Beatles-Platte zu sich gerufen? Ja, nee, der hat mich ja falsch zu sich gerufen. Der rief mich eines Tages zu sich und sagte, es war jemand von der Kreisdienststelle des MFS bei ihm und hätte behauptet, dass ich Tonbänder der Musikkapelle der Schule zur Verfügung gestellt hätte, damit die Beatles-Musik lernen können. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich besitze kein Tonbandgerät, deshalb kann ich auch keine Tonbänder zur Verfügung gestellt haben. Sagte er, okay. Und ich konnte wieder gehen. Ich hatte ihnen natürlich die Schallplatte zur Verfügung gestellt. Aber frühe anwaltliche Begabung. Richtig. Aber wissen Sie, ich war so entsetzt, weil ich bis dahin dachte, die liegen auf der Lauer und fangen Spione. Dann habe ich festgestellt, die kümmern sich um so eine Scheiße. Auch klar zu sagen. Da war ich das erste Mal entsetzt. Dann irren sie sich auch noch, kriegen gar nicht mit, dass das eine Schallplatte war. Und ich war entsetzt. Ich habe dann das meinem Vater erzählt. Na, der hat dann versucht, das irgendwie zu beschwichtigen. Aber ich war, ja, es hat mich beeindruckt, ehrlich gesagt. Sie sagen, da waren Sie das erste Mal entsetzt. Waren Sie nicht 3 Jahre später erst recht entsetzt, als das 11. Plenum des ZK der SED ja beschlossen hat, ich zitiere den Genossen Ulbricht, ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Yeah, Yeah, Yeah oder wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen. Ja, das Interessante ist, was ich inzwischen weiß. Also der Ulbricht wollte ein neues ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft einführen, interessanterweise mit marktwirtschaftlichen Elementen, weil er davon ausging, dass der Staatssozialismus nicht immer in der Arbeitsproduktivität 40% hinter der Bundesrepublik liegen kann.
Und dann wurde aber Chruschtschow gestürzt und es kam Brezhnev. Und was ich auch nicht wusste, ist, bevor die einen offiziellen Besuch machten, kamen die immer heimlich. Und dann kam der heimlich und sagte, wir bleiben bei der Planwirtschaft, nichts anderes. Und die Auseinandersetzungen mit Stalin werden beendet. Wir nehmen nichts zurück, aber es wird nicht mehr vertieft. Und fuhr wieder ab. Und geplant war ein Ökonomieplenum. Und nun sagte sich Ulbricht, das kann er sich nicht leisten. Jetzt macht er ein Kulturplenum und macht die ganze Kultur fertig. Und dann hat er uns die Musik genommen. Da gab es vorher einen Beschluss, dass wir endlich mal hören sollen, was wir hören wollten. Dass wir tanzen sollen, wie wir tanzen wollen, etc. Da waren wir richtig begeistert. Und dann kam das 11. Plenum. Ihr Papa wurde dann Anfang 66 Kulturminister. Da habe ich ihn gefragt, ob er das jetzt ernsthaft alles umsetzen will. Dann hat er mir gesagt, nee, natürlich nicht, aber du musst sehen und warten und so weiter. Wissen Sie, das kannte ich über viele Jahre. Aber letztlich haben wir natürlich weiter unsere Musik gehört. Jugend lässt sich ja sowas nicht vorschreiben, glücklicherweise. Außerdem gab es ein schönes Lied, sehen Sie mal, damals, wenn man tanzen ging, spielten ja noch Kapellen. Das ist ja selten, was Sie machen. Und David Garrett macht. Da gab es so ein schönes Lied, Kapelle, das hieß... Du aber auch nicht, ne? Ich nehme das als Kompliment. Ja, okay. Ja, ich finde, es ist ja ein musikalisches Ensemble, ob es Orchester ist, Kapelle oder... Richtig. Blasmusik. Außerdem, wissen Sie, da gab es so ein schönes Lied in meiner Jugend, können Sie alle nicht kennen, Balla Balla hieß das. Und dann tanzten wir alle zu Balla Balla, wie verrückt. Das ist sogar vor meiner Jugend gewesen. Ja, vor Ihrer Jugend. Und dann fragte der Sänger, ob uns das Lied gefällt. Und dann riefen wir alle ja. Und dann sagt er, schämen, setzen. So. Aber da gab es so eine Regelung in der DDR, 40% durften Westschlager sein, 60% mussten aus dem Osten sein, da haben die alle geschummelt. Da haben sie auch nicht drauf geachtet, weil es nur ums Geld ging. Denn sie rechneten gegenüber dem Westen immer nur 40% ab, egal ob 60% oder 80% gespielt wurden. Naja, also alles erlebt, ja, Ihr Papa war dafür mit zuständig? Ja? Ja, war dann dafür zuständig, hat dann allerdings auch einiges ermöglicht. Mir ist dann später erzählt worden, dass er vieles vom Kulturministerium weggenommen hat und auf die Verbände übertragen hat, also Schriftstellerverband, Musikverband und so weiter und so weiter. Dann kam der Wechsel zu Honecker, dann musste er als Kulturminister gehen, dann wurde er Botschafter in Italien. Da habe ich gedacht, ich kann ihn mal besuchen, Pustekuchen konnte ich nicht. Und dann wurde er noch Staatssekretär für Kirchenfragen. Und über diesen Vater haben Sie... Das war der Höhepunkt. Der Höhepunkt, ja. Und über diesen Vater haben Sie dem Stern mal gesagt, für meinen Vater war die Partei wichtiger als das eigene Leben. Waren Sie selber ein guter Vater? Ich weiß gar nicht, ob mein Vater in dem engen Sinne ein guter Vater war, aber er war einer, der mich sehr geprägt hat. Aber was ich damit meinte, kann ich Ihnen sagen. Er ist ja illegal in der Nazi-Zeit nach Deutschland zurückgekehrt, obwohl er kaum eine Überlebenschance hatte. Er wurde geschickt. Und das hat er gemacht. Und ich habe immer nicht richtig verstanden, warum er gegenüber der eigenen Partei so mutlos war, während er damals so mutig war und sein Leben wirklich derart aufs Spiel gesetzt hat. Bis es mir dann mal erklärt worden ist, dass ich glaube, erstens war er natürlich politisch überzeugt, aber zweitens kam auch die Furcht vor Einsamkeit dazu. Helmut Kohl hat es mir mal erklärt. Der hat gesagt, sehen Sie, wenn Ihr Vater aus der Partei rausgegangen wäre, wäre er keiner von mir geworden. Er wäre einsam geworden. Und Einsamkeit ist schlimmer als die Angst vor dem Tod, wenn du glaubst, Milliarden Menschen sind mit dir solidarisch. Ich glaube, das zu begreifen, ist alles schwer. Helmut Kohl das gesagt hat. Sie haben mal Helmut Kohl bei einem Ihrer ersten Treffen gefragt, wie kann es sein, dass für meinen Vater die Partei so wahnsinnig wichtig war? Naja, so war es nicht. Das war ein längeres Gespräch. Ich habe ihn erst mal gefragt, warum er die Eliten nicht vereinigt hat und sowas alles. Und dann kamen wir, weil er über meinen Vater sprach, haben wir darüber gesprochen. Aber mehr erzähle ich darüber auch nicht, vier Augengespräche. Bloß das kann ich erzählen, weil er mir das ja erlaubt hat, das zu erzählen. Steht auch das, so im Buch. Also, ja, und ja. Deshalb habe ich es geschrieben. Da bin ich immer ganz eisern, wissen Sie. Und was mich nur geärgert hat, ist, dass Kohl mir meinen Vater erklärte und ich nicht drauf gekommen bin. Das hat mich schon geärgert. Aber na okay, muss ich auch nicht sagen. Würden Sie denn, also ich komme zurück zu meiner Frage, ob Sie, würden Sie denn sagen, das gilt auch für Ihr Leben, dass Sie, dass die Parteiarbeit, die politische Arbeit wichtiger war als alles andere? Nein, nein. Ich habe ja ein anderes Leben gehabt in einer anderen Zeit. Das wäre ja nun völlig überzogen. Das nicht. Mein Sohn war mir besonders wichtig, für den ich ja allein das Sorgerecht hatte und... Das war mir schon ein besonders wichtiges Anliegen, muss ich sagen. Ich habe schon eine enge Beziehung zu Kindern bis heute. Ich
finde Kinder eine fantastische Erfindung. Obwohl es eben stimmt, dass aus sehr niedlichen Kindern auch entsetzliche Erwachsene werden Wieso können. Wieso gucken Sie dabei mich immer so an? Vorhin auch schon. Ja. Ich wollte Sie nur warnen, Sie werden auch noch viele Kinder bekommen. Verstehen Sie, dass man drauf achten muss. Ja. Glauben Sie. Okay. Nein, aber... Sie haben, das steht ja auch in dem Buch, Sie haben vor 40 Jahren das Sorgerecht, das alleinige für Ihren Sohn bekommen. Ich kann Ihnen eine Sache sagen, die interessant ist. Als ich Vorsitzender meiner Partei wurde im Dezember 89, kam mein Freund Michael Schumann ein Jahr später und sagte zu mir, du weißt, dass du dich nicht wie der Vorsitzende der Partei benimmst. Sag ich, was, nun wird man nicht komisch, ich mach hier alles und so weiter. Sagt er, nein, du benimmst dich wie Ihr Anwalt. Und da ist ein bisschen was dran. Weil ich kann mich noch erinnern, als das neue Forum zu mir kam, so Ende 89, und fragte, ob ich da nicht reingehen will und eine führende Position, habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Dann sagten die, warum nicht? Ich hatte sie ja vertreten, als sie noch als Partei und Staats- und verfassungsfeindlich galten. Und da habe ich gesagt, aus zwei Gründen. Ich weiß, wogegen ihr seid, damit bin ich einverstanden, aber ich weiß nicht, wofür ihr seid. Und dann haben sie zu mir gesagt, na, wenn du aber bei uns mit in der Leitung bist, kannst du ja ein bisschen mitbestimmen, wofür wir sind. Und dann habe ich gesagt, ihr braucht mich nicht mehr. Euch tut jetzt keiner mehr was. Aber jetzt seid ihr zugelassen. Und ich wusste, dass es jetzt mit der Partei schwierig wird. Und deshalb hatte Schumann recht. Ein bisschen habe ich mich wie Ihr Anwalt benommen. Aber ein kleines bisschen weichen Sie mir auch aus, weil ich natürlich keine Parallelen... Ich bin ja Politiker, Herr Diederenzel. Ich kann keine Parallelen ziehen wollte. Was glauben Sie denn? Zu den politischen Verhältnissen während der Nazizeit und heute, das ist ja, liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Ja? Aber wenn man sich mit Ihnen beschäftigt und auch liest, was Sie selber gesagt haben und was andere über Sie schreiben, dann hat man den Eindruck, Ihr Einsatz für die Politik ist 150%ig gewesen. War er zumindest. Wissen Sie, ich hatte verschiedene Lebensabschnitte. Und ich gehöre zu denen, die dem einen vergangenen Lebensabschnitt nicht nachtrauern. Ich habe mich natürlich sehr engagiert, aber es waren ja zwei Dinge, wo ich doch einen gewissen Anteil daran habe. Das eine ist, dass es wirklich keine Vereinigung der Eliten gegeben hat aus Ost und West zunächst. Und damit meine ich nicht die politischen, sondern auch die künstlerischen, die kulturellen, die wissenschaftlichen, die medizinischen etc. Und dann gab es die ganze mittlere Funktionärsebene, die war ja auch nicht gewollt. Die Frage war, wie kriegt man diese Schichten mit in die Einheit hinein, wenn alle anderen Parteien es mehr oder weniger ablehnten, sie zu vertreten. Die haben nur uns diese Aufgabe gegeben. Heute sagen mir übrigens führende Vertreter der anderen Parteien, das habt ihr nicht schlecht gemacht. Das war das eine. Und das zweite, was uns gelungen ist, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass es jetzt akzeptiert eine linke Partei im Bundestag gibt, links von der Sozialdemokratie, das war vor 1989 in der alten Bundesrepublik undenkbar. Das hat Deutschland ein Stück europäisch normalisiert. Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt meine Partei sich auch noch ein Stück normalisiert, dann bin ich ja ziemlich zufrieden. Aber für mich beginnt ab Dienstagmittag, bis dahin bin ich ja noch volle Kante Fraktionsvorsitzender. Bis dahin bin ich das ja noch volle Kante, sehr lang. Ja? Das ist ja noch heute Freitag, dann noch Sonntag, Montag. Aber Ihre letzte Rede als Fraktionsvorsitzender im Bundestag haben Sie schon gehalten? Ja, und da will ich nur sagen, dann kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und wie geht's Mittwoch los? Was werden Sie Mittwoch tun? Am Mittwoch wird mein Abschied gefeiert. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und danach, wollte ich mir eine CD kaufen. Aber abgesehen davon werde ich meinen Anwaltsberuf etwas ausbauen. Ich bleibe ja im Bundestag, werde dort Außenpolitik machen. Ich habe schöne Meetings im Deutschen Theater, wo ich mich mit Menschen treffe, ein Einzelgespräch führe über 1,5 bis 2 Stunden, also mit Leuten wie Mario Adorf oder Senta Berger, aber auch mit Volker Kauder oder Guido Wester, werde ganz verschieden. Es macht mir richtig Spaß, weil es immer um deren Beruf geht, das werde ich ausbauen. Ich werde publizistisch tätig werden. Ich, Idiot, habe leider unterschrieben, eine Autobiografie zu schreiben. Ich wusste gar nicht, wie anstrengend sowas ist. Das reicht nicht, das reicht nicht, nein. Okay, das ist sozusagen ein Vorspiel. Ja. Und dann werde ich noch andere Sachen machen, über die ich noch nicht reden darf. Und das reicht, das muss ich Ihnen sagen. Und um eins kämpfe ich. Das habe ich in der Heute-Show gesagt. Ich wiederhole es. Ich möchte wieder die Zuständigkeit für meinen Kalender haben. Okay. Ja, die habe ich abgegeben. Das ist eine Katastrophe, kann ich sagen. Wunderbar und nachvollziehbar. Und alle würden es Ihnen gönnen. Aber auch auf die Gefahr, dass Sie mir wieder ausweichen oder die Wahrheit nicht sagen wollen. Hat man nicht auch Angst vor so einem Moment, wenn man etwas aufgibt, womit man auch eine große öffentliche Bedeutung hatte?
Also ich werde ja ein politisch denkender, handelnder und auch wahrnehmbarer Mensch bleiben, sodass ich gar nicht jetzt die Angst habe, dass ich dann nicht mehr irgendwie in der Öffentlichkeit stehe, nur in anderer Form. Ich könnte es Ihnen, aber das müsste ich dann später erklären, ganz kurz wie folgt erklären. Ich bin bis Dienstagmittag Politiker und danach wäre ich Gesellschaftspolitiker. Das ist ein Unterschied. Das ist eine andere Herangehensweise, es ist auch eine andere Breite. Das ist nicht mehr die kleine Anfrage an die Regierung, den Antrag so formulieren und so weiter. Und Sie bleiben ja auch Bundestagsabgeordnete. Ja, und deshalb, wissen Sie, fürchte ich das relativ wenig. Ich bin eigentlich immer neugierig auf einen neuen Lebensabschnitt und sage mir, mal sehen, sehen Sie, als ich aufhörte oder fast aufhörte als Anwalt und in die Politik ging, was ich heute nicht mehr machen würde. Wenn ich nochmal in der Entscheidungssituation von Dezember 89 wäre, das muss ich Ihnen sagen, würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Nicht dazu in die Politik gehen? Ja, dazu war es zu anstrengend. Okay. Aber jetzt sage ich, es war auch eine ungeheure Bereicherung. Sie haben gesagt, ich habe sowohl mit Fidel Castro als auch mit Nelson Mandela gesprochen. Und Nelson Mandela ist eine so herausragende Persönlichkeit, auch mit François Mitterrand, was ich alles kennengelernt habe. Also auf der einen Seite ging es mir schlecht und auf der anderen Seite habe ich eine ungeheure Bereicherung erfahren, für die ich auch dankbar und bin. Und eine einzige Sache möchte ich gerne noch von Ihnen erfahren. Gibt es einen, mit dem Sie sich jetzt gerne versöhnen würden? Ja. Und das ist? Sage ich Ihnen nicht. Aber meine Damen und Herren, wir erleben, haben gerade etwas mitbekommen, was in fast jeder der 500 Sendungen, die wir bislang veranstaltet haben, passiert. Nämlich die spannendsten Antworten kommen leider nach der Sendung. Trotzdem sage ich, vielen Dank, Gregor Gysi, für dieses Gespräch. Und alles Gute. Danke, ja, für das neue Leben.